Ja. Da sind wir schon drauf. Wenn man so ein bisschen, ja, das kann man so ein bisschen erkennen, mit ihr eigentlich zusammen machen, aber sie kann leider aus gesundheitlichen Gründen leider nicht vor Ort sein, das sehr schade ist, weil wir wollten dieses Spiel eigentlich auch zu zweit runnen. Deswegen mache ich jetzt einfach kurz in der One-Player-Two-Controller-Kategorie, heißt, ich spiele mit zwei Controllern dieses Spiel alleine durch. Ja, und dann würde ich, glaube ich, sagen, da wir jetzt schon ein bisschen drüber sind, fange ich jetzt einfach direkt an, und zwar in 5, 4, 3, 2, 1, los. Sehr gut. Ja, Welt 1-1. Warte mal kurz. Wir machen mal kurz so. Luigi geht kurz in den Bubble. Ja, Welt 1-1. Das klassische Level. Wie gesagt, New Super Mario Bros. Wii. Ein Spiel von 2006 erschienen auf der Wii mit dem tollen Konzept, dass es Multiplayer hat. Eine sehr großartige Erfindung zu dieser Zeit. Weil es in... Warte kurz. Da bin ich kurz. Machen wir mal kurz so. Mache ich kurz so, das ist okay. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ja, es sieht so gut aus. Ja, weil ich mache es ganz anders. Hast du das Spiel auch direkt zu Release gespielt? Nee, leider nicht, weil da war ich erst 2. Ah, gut. War, ja, oder, ob wir können 2-Jährige das Spiel spielen. Mhm. Und wie kommst du dann dazu, das Spiel zu spielen? Achso, ich mach mal. Okay, ich bin gut. Wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Ich bin halt seit 2018 als Runner tätig und meine Wii ist halt die Spielekonsole, mit der ich noch zum Glück aufgewachsen bin. Mhm. Ja, und alles hat halt angefangen erst mit Super Mario Galaxy und... Oh, das ist einfach ein Shy Guy. Das finde ich gut. Auf jeden Fall habe ich halt mit dem Spiel halt relativ zügig angefangen und dann habe ich halt mit einem Nachbarsjungen immer das zusammengespielt mäßig. Ja, dann habe ich mir halt irgendwann selber gekauft und jetzt runne ich dieses Spiel. Naja. Wie gesagt, dieses Spiel runne ich halt aber erst seit einem Jahr oder so. Das habe ich halt nur ab und zu so halt casual gespielt. Mhm. Ja. Also nichts Wildes. Die Wii ist halt für mich eine besondere Konsole gewesen. Habe jetzt auf jeder, so viel ich weiß, auf jeder German-Veranstaltung immer mit Wii gespielt. Also... Fällt mir jetzt gerade auch nichts ein, aber ich glaube, es war immer wie. Und ja, so war es auf jeden Fall. Ja, und dann war es halt irgendwann so, dann habe ich halt Venti mal gefragt, mäßig, also die Person, die jetzt nicht hier ist, habe ich mal gefragt, so, hey, wollen wir dieses Spiel mal zu zweit durchspielen? Weil es gibt halt eine Kategorie, heißt Any Plus and Multiplayer, wo man das halt zu zweit durchspielt. Und sie einfach so, ja, kein Problem, können wir machen. Und dann, ja, hat sich das einfach erledigt. Und dann haben wir es halt gezockt und dann haben wir halt eine Sub 40 geholt. Ja. Und jetzt sitze ich hier mit halt einem Controller in der Hand einfach nur und spiele das hier halt mit zwei Controllern. Mhm. So, jetzt haben wir 1-2 jetzt gerade durchgemacht, fröhlich. Das gute alte Untergrundlevel. Und jetzt gehen wir nochmal in Welt 3 und holen gleich das Secret. Ja, sonst gibt es eigentlich relativ wenig zu erklären. Wie gesagt, ich bin halt... seit 2022 vor Ort hier bei diesen ganzen Germans-Veranstaltungen gewesen. Sprich, als man 18 wurde, ging der Spaß dann hier bei Germans los. Und ja, es hat halt, macht halt immer relativ viel Spaß, viel zu zeigen, vieles Neues. Und ich bin halt seit mittlerweile 5 Jahren jetzt als Speedrunner tätig. Alles hat halt angefangen mit Free Wii World, Morgen Tiger aus der Tech. ja, auch nicht schön. Warte kurz. So. Bitte. Ich muss mal kurz. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Egal. Na, eigentlich wollten wir den Propeller behalten. Egal, dann muss ich halt gleich aufs Backup zugreifen. Wie fehleranfällig ist der Run generell? Wenn ich hier jetzt den Propeller hätte nicht hatte, könnte ich hier gar nicht hoch. So, jetzt mache ich kurz hier mal auf. Was? Den hier muss ich. Nein. Das wollte ich nicht. Nein. Oh. Ich bin hier gerade ein bisschen unzufrieden. Warte kurz. Ja, das sieht gut aus. Ja, gut. Bleiben wir.
sehr schön. Ja, der Run ist hier nämlich sehr fehleranfällig, weil wenn man das hier mit One-Player spielen würde, würde man halt, bräuchte man immer diesen Propeller-Head, weil sonst könntest du halt nicht ins Zielgebiet wegkommen. So, jetzt haben wir es. Generell, wie viel Prozent von dem Spiel werden wir sehen? Eigentlich relativ wenig, also vielleicht sehen wir 4, 8, 13 Level ungefähr, also halt relativ wenig vom Spiel. Wie gesagt, es gibt halt noch Canless, dann würden wir jetzt halt die ganzen Welten theoretisch viel mehr sehen und dann halt natürlich 100%, aber das dauert hier ein bisschen zu lange. Musst du trotzdem alle Bossfights machen? Nee, muss ich nicht, ich muss tatsächlich nur 3 Stück machen. Okay. Den Rest skippen wir eigentlich durch die ganzen Kanonen, weil das Besondere an diesem Spiel ist halt einfach, dass du, haben wir es? Okay, cool. Dass man hier diese Kanonen einfach betreten kann, worüber wir dann einfach in verschiedene Welten einfach reisen können. Ja, und natürlich ist es hier natürlich jetzt einfach, wenn du von Welt 1 in Welt 5 gehen kannst, dass du dann in 5 gehst und dann von 5 direkt in 8 gehen kannst. Und ja. Praktisch. Praktisch. So, jetzt werden wir katapultiert. Und tschüss. Werden wir noch irgendwelche weirden Glitches sehen oder ist der Run überwiegend glitchless? Der Run, also das Spiel an sich ist jetzt nicht relativ glitchless, sondern es ist halt relativ consistent. Du brauchst ein perfektes Movement einfach, es gibt verschiedene Skips, die du ausführen musst. Und ja, du musst halt relativ fast unterwegs sein, halt dich von nichts eigentlich so weit treffen lassen, weil den Propeller-Head brauchst du halt relativ bis Ende des Levels eigentlich immer. Ja. Und ja. Also ist der Ablauf des Levels immer. Es ist relativ schnell, aber du eigentlich musst halt. Darfst halt einfach keinen Schaden so wirklich nehmen. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir Welt 5.1 und das ist halt so Dschungelgebiet-mäßig. Kriegen wir vielleicht noch einen Star? Schade. Schade. Dann müssen wir normal laufen. Müssen wir. Siehst du sowas halt. Aber es ist ja noch okay. Ja, das sieht okay aus. So, jetzt kommt hier noch eine Passage, die ein bisschen nervig ist. Anders. Oder komme ich hier nicht mehr? Doch, ich komme hier noch hoch. Okay. Wie wäre es denn jetzt, wenn jetzt Mario zum Beispiel tot wäre? Könntest du dann das Level noch Dann müsste ich das Level komplett neu spielen und alle Power-Ups sind weg. Deswegen, weil ich jetzt gerne den Propeller halt gerne behalten. Nein. Warte mal. So. Nein. Ja, das sieht gut aus. Ja, warte mal, komm mal zurück. Ich du. So, halt. Ja, das sieht gut aus. Jetzt nur noch runter hier. Ja, das sieht okay. Nice. Schön. Wie gesagt, ich hätte jetzt einfach gerne diesen Propeller halt gerne bis 5 Tower. Damit wir halt relativ zügig hochkommen. So, jetzt haben wir 5-1 abgeschlossen und jetzt wartet eine Piranha-Pflanze auf uns, die plötzlich die ganze Zeit laufen kann. Hast du mal Piranha-Pflanzen laufen gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Ja, oder, ja, ich habe sie fahren sehen. Ja, und wie gesagt, die müssen wir leider machen, weil sie, je in welche Richtung wir laufen, sie halt direkt auch in unsere läuft. Ja. Heißt, die muss man auch im Run machen, die kann man jetzt auch nicht skippen und sowas alles. Deswegen müssen wir die kurz machen. Hier müssen wir jetzt einfach kurz. Ja, das sieht schon abenteuerlich aus, auf jeden Fall. Items einsammeln. So ein bisschen wie eine Ballettgruppe. Ja, ist halt irgendwie so. So, jetzt haben wir die 8 Toad-Münzen eingesammelt und jetzt ist einfach ein Toad in der Truhe und gibt uns einfach 3 Power-Ups. Die wir hoffentlich nicht zum Einsatz bringen müssen. Aber mal gucken.
So, jetzt gibt es hier eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich entscheide mich für 5-3, weil es halt einfach ein bisschen entspannter ist jetzt im Multiplayer-Run als im anderen Level. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. So, ich mache jetzt... Das wollte ich nicht. Entspannter heißt aber, wenn du jetzt beispielsweise auf PB-Jagd wärst, dann würdest du lieber das andere Level nehmen, oder? Ja, ich würde eigentlich normalerweise... Also wenn ich jetzt normal da spielen würde, also halt Einzelspieler, würde ich halt das andere Level nehmen, aber da wir jetzt hier gerade ein bisschen aufpassen müssen... Ja. Nämlich gerade das andere Level ist ein bisschen safer. Also Marathon Safety. Ja, quasi. Ja, warte mal so. Hast du dich auch schon mal an sowas wie Kaizo Mario rangetraut? Leider noch gar nicht. Also ich hab. Wäre das was für dich? Nicht wirklich. Also, ich habe halt einmal hier ein bisschen Kaizo, als Sif das mal gemacht hat, als Challenger-Ding gesehen. Das Rage-Percent war das. Ja, das Rage-Ding. Und das war so gut, dass man selber nicht machen musste. Ich wäre jetzt nicht ausrastendmäßig, aber ich hätte einfach keine Lust gehabt, einfach mäßig dafür. Und deswegen eher noch nicht. Aber ich müsste halt eigentlich noch einiges ausprobieren. Zum Beispiel auch Randomizer finde ich halt auch irgendwie übelst interessant. Aber ich habe es halt auch irgendwie noch nicht irgendwie zum Laufen gekriegt. Deswegen. Ja, so gut aus. Den ersten Checkpoint mit. Ist das ein Spiel, was man prinzipiell auch auf einem Emulator runnen könnte? Oder ja. Geht das nicht? Achso, ich glaube, das geht nicht. Wegen der Controllersteuerung wahrscheinlich, ne? Wegen dem. Achso. Okay, Casual spielen geht über Dolphin, also dem Emulator. Aber, warte mal, ich bin hier gerade ein bisschen unzufrieden. Gehen wir mal rüber. Das wollte ich jetzt nicht. Sekunde, ich muss hier mal kurz aufpassen. Mhm. Ach nee. Warte mal, guck mal wieder. Hat Mario jetzt. Das wollte ich nicht, egal. Dann müssen wir es normal machen, dass wir leider das Estimate ein bisschen. Okay, jetzt nicht sprengen, aber. Egal, passiert. Hat Mario dafür jetzt ein Leben verloren? Ja, hat dafür ein Leben verloren. Ja. Naja, ich finde es jetzt nur ein bisschen nervig, dass ich jetzt nämlich die Propeller halt verloren habe, weil es gibt halt in diesen, in den Welten, Welt 5 keine einzige Möglichkeit mehr, eine Propeller halt jetzt zu kriegen. Okay. Na gut, dann müssen wir den Tower jetzt langsam bestreiten. Wird jetzt ein bisschen... Naja, wir haben ja genügend Estimate. Aber... Wie gesagt. Jetzt kommt der Teil, wo wir den Propeller halt gebraucht haben. Das ist gerade wieder so ein bisschen nervig. So Ende Passage, alles verlierst. Du kannst ja erklären, wo du ihn gebraucht hättest. Ich hätte ihn hier gebraucht, weil du hier einfach die ganze Zeit fröhlich hochspinnen musst. Ja, okay. Naja. I see. Naja. Müssen wir kurz so machen. Warum schreiben jetzt alle Tech-Leute einfach nur so rein? Moin aus der Regie. Ja, damit jeder Bescheid weiß, wer wo sitzt und was tut. Ich stelle mir jetzt gerade einfach nur so vor, wie da alle so rein schreiben. So. Hier ist Person A, so einfach so. So. Siehst du, sogar der Weser schreibt rein. Schreiben wir jetzt einfach alle rein. Ist auch okay. Als wäre das so schulmäßig, so wäre Anwesenheitspflicht. Wer ist da? Moin. Mario dead. Ach Leute. Wie gesagt, im Norden sagt man Moin, also das ist schon richtig. Moin aus dem Publikum, die zwei. Ey, Leute. Da haben wir ganz viele gute Laune. Naja, aber es ist Wartezeitüberbrückung. Finde ich gut. Hier. Wie ist es generell mit den Bossfights? Sind die schwer?
Nee, oder? Die sind eigentlich ganz einfach eigentlich an sich. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier versuchen, dreimal einfach auf ihn raufzuspringen einfach. Mhm. Wie gesagt, er schießt einfach nur. Wir müssen ja auch das Setup einfach warten. Jetzt weiß ich auch wieder, was der Unterschied war zwischen der Wii U-Version und der Wii-Version. Da hatten diese Mini-Bowser, die hatten so komische Luftschiffe oder sowas. Ja, stimmt. Und keine Türme. Ja, wobei wir am Ende halt nochmal einen sehen werden. Ein Luftschiff? Einen mit den Maschinendingern. Ach so. So. GG. GG. Die Mario einfach weg ist. Das ist mein Spiel. Das ist alles meins. Naja, aber er springt jetzt weg. Ja, und jetzt rennt er, läuft, also springt halt einfach jetzt zum Castle. Aber da wollen wir natürlich nicht hin. Greetings from Germany. Da waren halt für Spaß. Da hat wer gute Laune. Moin, zu spät. Oh, nicht schön. So, und jetzt kommt ein Level, das kein Speedrunner. Ja, wir machen mal lieber. Lieber ein Safe, als was ist. So. Better safe than sorry. Safe and sorry. Ja. Sorry, dass ich ein Safe gemacht habe, Leute. So, und jetzt kommt eines der Level, die auch sehr langsam ist und die jetzt halt auch nicht wirklich Spaß macht. Und zwar fahren wir jetzt auf dem, nicht Boot, sondern eher Fluss. Nee, oder wie heißt das nochmal? Ich glaube, es ist ein Floß. Floß, genau. Danke. Floß. Auf dem Floß. Und müssen hier halt die ganzen Gegner wegmachen, weil ab 5 bleibt es einfach stehen. Deswegen müssen wir jetzt einfach ein bisschen aufpassen, weil jetzt halt die ganze Zeit Gegner von oben kommen. Achso, von dem Gewicht her, ja. Ja, verstehe. Gewicht her, ja. Wie gesagt, es gibt ja halt eine Möglichkeit. Es gibt halt die Möglichkeit, theoretisch einfach das alles zu skippen. Aber der ist halt sehr konsistent und muss halt ein gewisses Movement dafür haben. Deswegen machen wir es lieber ohne. Sieht aber auch ein bisschen stressig aus, muss ich sagen. Ja. Oh, warte mal, nee. Ich kann das doch. Dude. Wird es noch ein paar Autoscroller-Level geben? Oder? Das wobei das jetzt kein Autoscroller ist, na, aber... es wird noch eins geben. Okay. Also es ist halt in Welt 8 dann. Warte mal. Nicht... Warte mal. Na, ich muss ohne Kanal. Ja, so ist gut. So, das Wort nehmen wir mit. Gibt's jetzt... Nein. Warte mal. So. Ist natürlich jetzt genau auf Luigi draufgefallen, ne? Ja, es ist... So. Wir kriegen noch eins, ist schön. Ja, okay, warte mal. Egal, müssen wir so machen. Würdest du sagen, jeder Runner, der dieses Spiel auch so beherrscht, ich sag jetzt mal ohne zwei Controller, kann es auch mit zwei Controllern lernen? Ja, ist halt theoretisch möglich, nur du darfst, theoretisch dürfte ich jetzt so eigentlich nicht spielen. Okay. Deswegen, ich habe das jetzt einfach nur wegen des Marathons jetzt einfach gemacht, weil es sind zwei Leute maximal erlaubt, die es machen müssen, also es geht kein One-Player-Two-Controller. Deswegen. Okay. Aber da die andere Person gerade gerade nicht aus gesundheitlichen Gründen nicht hier ist, ja, hätte ich so oder so jetzt das so gemacht. So, auf jeden Fall. 5 hier haben wir jetzt auch. Nice. So. So, und jetzt wird's. Gibt's Geister, Weißbrot. Sehr gut. Weißbrot. Obwohl, das könnte eigentlich das Publikum machen. Geister. Weißbrot. Viel Spaß. Auch nicht schlecht. Stimmt, die Ghostbusters sind hier stimmt, vorne direkt. Stimmt, die Ghostbusters. Scheiße, warum Ghostbusters? Mist. So, und zwar... Warte mal, ich bin durch. Ein bisschen langweilig. Aber wieso ist diese Kategorie restricted? Naja, sie ist halt nur rest... Achso, warum sie... ich bin dumm. Kann ich noch zurück? Nein. Na, ich bin gerade falsch gelaufen. Passiert. Das ist natürlich toll, wenn die Türen auch im Nachhinein verschwinden. Nein, das Problem ist halt, wenn du langläufst und denkst, ach, du musst erstmal durch eine Tür durchgehen, aber im Endeffekt du merkst, nee, du kannst halt nicht laufen.
Warum die Restricted ist halt einfach ganz einfach. Das heißt eigentlich Any% Multiplayer und wie gesagt, Multiplayer kommt der Name. Zwei Leute und nicht eine. Und theoretisch wäre das halt auch ein bisschen cheating, dann theoretisch die Leute, die dann halt das zu zweit machen würden, anstatt fast. Geh mal runter. Oh, ne, warte mal. Hier wollte ich lang. Ist es halt gegenüber den anderen Leuten ungefähr, die aus halt Multiplayer spielen. Deswegen ist das sozusagen gebannt. Was hast du jetzt gerade gemacht? Warum hast du Mario irgendwie da an diese Tür geschoben? Das war nur ausgesehen. Achso. Das war nur ein Fehler meiner Kassette. Sah irgendwie aus wie ein Trick. Nee, alles cool. Haben wir nur die Tür normal geöffnet. Ja, deswegen wäre hier auch ein Propeller gut. Hätte ich einfach hier nur rüberspringen müssen. Ja klar, wenn die Mobilität fehlt in einem Mobilität Jump-Run. Ist ein bisschen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, das wäre dann wahrscheinlich ein Punkt, wo du auch einfach resettet hättest, wahrscheinlich, ne? Ich hätte schon. Normalerweise resettest du, wenn du den Propeller verlierst. Deswegen. Ja, aber so ist okay. Wäre denn jetzt ein guter Moment für eine Spende? Gerne, immer wieder her damit. Super, denn wir haben 3 Euro bekommen von Peach. Und sie schreibt: Mario! Komm und hilf mir! Bowser singt irgendwie über mich im Nebenraum. Ich höre nur Peaches, 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 oh yeah. Greetings from Pilzkönigreich. Vielen lieben Dank, Peach. Denkt dran, Leute, wir sammeln Spenden für die Nummer gegen Kummer, eine wahnsinnig tolle, kostenlose Sorgentelefon-Hotline, die wir gerne unterstützen möchten. Und wir freuen uns über jede Spende und wenn wir das Spenden-Total vom letzten Jahr knacken, bis mein Mann dran ist, mache ich was Tolles für euch. Sehr cool. Ja, danke an der Stelle. Peach. Und danke für den Ohrwurm, richtig. Den kriege ich auch jetzt nicht mehr raus. Ja, werde ich ehren. So passt. So, und damit sind wir schon mal in der letzten Welt angelangt. Oha, das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Schon in der letzten Welt? Krass. Noch 21 Minuten. Ich wollte sagen, du bist ein bisschen underestimate. Ja, aber das dauert noch. Das Level Welt 8 ist lang. Achso, also, das heißt, du bleibst jetzt in Welt 8 und schließt sie ab und dann ist auch vorbei. Ja, okay. Aber ist lang. Also, ich kenn's halt nur so aus New Super Mario Bros. Spielen. Was mache ich hier? So. Die Welten sind halt lang. So, machen wir jetzt nochmal so. So, und wie wir hier sehen, der Vulkan meint so, nee, lass mal ausbrechen. Und lass mal ein paar Asteroiden. Man kennt sie, die Vulkane, die sagen, yo, lass mal ausbrechen. Yo, lass mal ausbrechen, Jungs. Ja, deswegen muss ich hier jetzt grad. Ja, und die Lava denkt sich halt so, jo, lass mal auch unregelmäßig einfach Fontänen machen. Du sagst jetzt unregelmäßig. Ist das wirklich unregelmäßig oder stehst du immer genau an der Stelle? Nein. Oder ist das irgendwie RNG? Naja, ne. Also die Fontänen sind zwar halt so ein bisschen regelmäßig gemacht, also die gehen halt nach einer Zeit wieder hoch und runter, nur der Vulkan bricht halt unterschiedlich aus. Okay. Das heißt, das ist nicht konsistent, wie die Steine da runterfallen. Die Steine, ja, manchmal kommen die halt einfach so direkt, manchmal aber auch in regelmäßigen Abständen. Mhm. Das ist halt immer unterschiedlich. Generell gibt es irgendeine RNG-lastige Stelle? Die 5-4 halt ist, also, na, was ist, wie meinst du das jetzt gerade mit RNG? Ja, das ist irgendeine Stelle, wo du halt auf ein bestimmtes RNG hoffen musst und ansonsten verlierst du irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten oder so oder vielleicht weniger. Ach so, naja, 5-4 halt, wo wir eben gerade waren, wenn wir da den Propeller halt verlieren würden. Ja, klar. Weil theoretisch, dann kannst du halt den Run theoretisch schon wieder resetten, weil so wie ich den gemacht habe, wird das viel zu lange in einem Speedrun dauern. Ja. Wie oft resettest du da so? Eigentlich immer, wenn ich den Propeller halt entweder direkt verliere oder halt, wenn ich gegen, also wenn ich so gegen Mitte bin, würde ich noch resetten. Wenn es gegen Ende ist, dann eher nicht. Okay. Aber normalerweise hatte ich jetzt in meinem, also One-Player-Mode hatte ich, glaube ich, keinen Death. Deswegen. Und da ein Death immer sehr lange dauert, beziehungsweise wenn man eh alle Items dann verlieren würde, würde ich nicht holen. Wer kennt's nicht, die Knastvulkane, die random ausbrechen. Ja, wer kennt's nicht? Aber die Knastvulkane ja einfach ausbrechen. So, tschüss.
So, und jetzt gehen wir in den Untergrund. Wieder. Na, warte mal. Ich glaube, ich hole mir nochmal kurz mit dem Luigi ein Item. Ja, das sieht doch besser aus. Es sind schon wieder Spenden reingepurzelt. Darf ich sie vorlesen? Gerne. Wunderbar. Blue. Der gute Blue spendet 7 Euro. Sagt, ich wollte eigentlich gestern erwähnen, dass wenn ich einen bestimmten Trick First Try schaffe, ich 10 Euro donate. Leider hatte ich es vergessen. Tja, und Peach hat mir 3 Euro geklaut. Aber ich wünsche euch heute noch einen schönen letzten Tag. Vielen Dank, Blue, dir auch einen schönen letzten Tag. Und danke für die Spende. Und Gentleman P-Tray spendet ebenfalls 7 Euro und schreibt: Schöne Grüße an den hübschen jungen Mann in der ersten Zuschauerreihe mit dem grünen T-Shirt. Freue mich auf seinen Run. Let's go, Mario und Zelda! Meine Kindheitshelden. Wahoo! Ach so, Max. Aha. Erstmal überlegen, wen mit dem grünen T-Shirt? Er ist hier auf dem Beamer so ein bisschen schwer zu erkennen, was jetzt das ja, grüne deswegen T-Shirt ist. Deswegen habe ich ja kurz nach hinten geguckt. Naja, alles cool. Naja, auf jeden Fall macht 2 jetzt diesen Untergrundpassage eben gerade hier fröhlich gemacht. Und jetzt haben wir das nächste Secret erreicht, womit wir dann auch ein paar Passagen überspringen werden, beziehungsweise nicht Welt 8.3 den Tower und 8.4 machen müssen, sondern wir können direkt in 8.10. Was für Kategorien runst du so in dem Eigentlich nur Any% und Multiplayer kennen, das wollte ich machen, aber das dauert ein bisschen zu lange. Wie gesagt, ich bin halt normalerweise, ich habe halt angefangen mit dem DS-Titel, weil der ist halt ein bisschen angenehmer zu runnen. Deswegen war das so meine Main-Kategorie früher. Aber jetzt bin ich halt auch ein bisschen auf Wii U gestiegen einfach. So, jetzt haben wir den zweiten Autoscroller und zwar eine Mutantenfahrt. Aha. Mutantenfahrt? Naja, jetzt nicht Mutantenfahrt, sondern eher so eine Knochenfahrt macht sie wohl eher. Die Knochenschlange. Die Knochenschlange, die meint, jo, lass mal einen Autoscroller machen. Das ist eine sehr schöne Achterbahn. Ja. Also Autoscroller sind ja eigentlich auch immer perfekte Momente für Spenden, habe ich gehört. Ja, stimmt. Hast du noch welche oder was? Ja, aber ohne Kommentar spendet Maggot 13,67 Euro, womit unser Spendentotal wieder einen krummen Betrag hat, nachdem es die letzten 4 Spenden überlebt hat, einen geraden Betrag zu haben. Also wer gerne gerade Beträge hat, der sollte jetzt spenden. Also ich erkenne da ein System. Wir sehen ein System. Warte mal, jetzt nicht 67 nicht eine Schnapszahl? Ich hab grad keine Ahnung. So, erste Hälfte ist geschafft. Aha. Jetzt gehen wir in die zweite. Oh. Oh yeah, sorry. Yeah, oh no. Sorry, Luigi. Ja, ich muss sagen, das Sicherheitskonzept dieser Achterbahn gefällt mir nicht sehr. Ja, schön, dass ich kann. Man kann sich nicht anschnallen. Kann sich nicht anschnallen? Oh, Mist. Genau, das ist aber auch das einzige Problem, was ich sehe am Sicherheitskonzept. Ja. Wollen wir Luigi nochmal weghauen? Ich glaube, der kann noch ein bisschen was vertragen. Tschüss. Ja, gut. Lassen wir ihn mal vor. Kommt es auch manchmal vor, dass man Game Over sieht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, jetzt nicht. Wir hatten nur genug Leben jetzt gehabt, deswegen. Ja, aber ich lasse es jetzt, glaube ich. Ja, du darfst leben in der Bubble. Ist ja gut. So, auch geschafft. Der arme Luigi. Jawohl. Es ist ja nicht sein Spiel. Der hat hier nichts zu suchen. Das ist ja nicht super Luigi Bros. Ja, das ist sein Spiel. Save your kid. Save your kid, Luigi. Richtig. So. Aha. Da haben wir so eins dieser Kanonenschiffe. Ja. Und den gehen wir jetzt mal rein. Hallo. Schönen guten Tag. IBP-Kurs, Hilfe.
So, hallo. Ich finde es so lustig, dass das Level keine Nummer hat, sondern einfach nur 8-Schiff heißt. Jo. Oh. Warte mal, geh mal weg. Geh mal weg da. Zur Seite. Mach mal durch. So, jetzt. Wie gesagt, Kanonen sind hier das A und O. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen kurz, weil ich gerne ein Item haben möchte noch hier. Oha. Oh. Ich wollte sagen, das war knapp. Oh, nee. Bitte komm noch mal. Das wollte ich nicht. Verdient. Verdient, verdient. Aber wenigstens konnten wir uns den Sound mal anhören. Das ist auch richtig. Der ist sehr ikonisch. Du wolltest den nur mal kurz präsentieren. Ja. So, dann nehmen wir doch ein Item von den Toads. So, gehen wir nochmal wieder rein. Egal. Aber jetzt kann ich den Propeller direkt holen. Das ist schön. Hast du ein absolutes Hasslevel hier in diesem Run? Ja, 5-4 eigentlich. 5-4? Also, wenn man halt den Skip versucht. Ja. Ah, verstehe ich. Wenn der größte Reset-Punkt natürlich auch gleichzeitig das Hasslevel ist. Ja. Aber zum Glück ist es so früh im Run, ne? Also ja. Ist jetzt nicht irgendwie gegen Ende oder so, wo alles entschieden wird. Bloß du willst in das Rohr da. Was? Das ist das einzige Rohr, das funktioniert. Ja, wir kennen es nicht. Ich gehe in das Rohr, das ist natürlich nicht funktioniert. Sorry, Luigi. Der muss hier leider nochmal sein. Einfach aus dem Bild, aber so gezerrt wird nicht einfach so, wer bleibt einfach stehen, die Kamera, sondern einfach so, ja, wir nehmen den noch mit. Der zählt doch noch zum Bild. Nee, den. Ja, hier gehen wir safe lieber. Jetzt muss ich vorhin den Morpher wecken von You Spin Me Right Now. Das Lied einfach. So. Clean. Clean. Jetzt brauchen wir noch einen clean Fight. Und zwar sehen wir jetzt hier nämlich Bowser Jr. Jawohl. Und hallo Luigi, da oben ist. So, er nimmt natürlich nicht den kleinen, sondern den großen. Der immer einen großen Namen. So, und jetzt schießt er ein paar Kanonen auf uns, beziehungsweise Bomben. Ja, und jetzt will er noch ein bisschen Feuer schmeißen. Wie oft musst du ihn jetzt treffen? Wo ist dein Pinsel? Wir sind nicht in Sunshine. Da sind wir noch nicht gelandet. Ich muss ihn dreimal treffen mit den Bomben, einfach die er runterwirft. Luigi muss aber auch immer wieder dran glauben, ne? Ja, Gott schon. Nur noch zwei Leben. Ich nehme an, wenn seine Leben aufgebraucht sind, kommt er dann nicht mehr wieder in dieser Bubble wieder, oder? Nö, so wahrscheinlich nicht. Geht doch. Jawohl. So, zweiter Hit. Einen brauchen wir noch. Jetzt hat's Luigi komplett gehimmelt. Das freut.
Jawohl. Natürlich, Lars sind aber natürlich getroffen. Ey, das war so ein Klassiker. Aber ist es jetzt schlimm, dass du den verloren hast? Ja, relativ. Aber es ist halt trotzdem nervig. Naja, passiert. Oh nein! Da ist Peach. Oh. Oh nein! Sie ist weg. Natürlich. Mist. Sie wird mal wieder entführt. Dann wissen wir wohl weiter. Fünf Minuten. Das sieht mir nach Finale aus, oder? Das ist das Finale jetzt. Naja. So. Ja gut, dein Estimate ist ja bei einer Stunde, aber fünf Minuten, sagst du, wäre jetzt der Run vorbei eigentlich? Ich bin gerade im Überlegen. Soll ich drei nehmen? Wollen wir drei sehen? Drei Spieler. Drei Spiele? Drei Spieler. Drei Spieler? Ja. Du, go ahead. Tu, was du nicht lassen kannst. Was sagt denn das Estimate? So, das Estimate 35. Sagt, wir haben noch 25 Minuten. Also. Ja, ich glaube, 25 Minuten wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, oder? Ich glaube, wir wollen mit drei. Komm. Na ja? Ja. Gehen wir kurz einmal raus. Das Estimate sagt vor allem, dass wir noch drei Spenden haben. Okay. Ich glaube, in der Zeit lese ich die mal schnell vor. Wir haben nämlich ein paar Spenden reinbekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr alle so großzügig seid hier heute. Der Spendencounter ist nochmal gewachsen. Wir haben, jetzt muss ich mal gucken, was wurde hier noch nicht alles vorgelesen. Maggot haben wir, genau. Blue, nicht Blue, hat gespendet 1,02 €, hat gesagt 2 Cent. Maggot, das geht nicht. 69 forever. Gentleman P-Tray, genau, der hatte nämlich den Spendencounter zwischenzeitlich wieder auf gerade Schnapszahl 888 gebracht. 888 €, geht gar nicht mit den krummen Zahlen. Gleich schicke ich einen Link vorbei, der das Ganze unterbindet. Haha, aber dann kamen die anderen wieder. Maggot hat 12,06 € und Kommentar ist, ich mag keine geraden Spendenbeiträge. Und nochmal. Peaches, 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 Peaches. Danke für den Ohrwurm. So, drei Controller, das sieht gut aus. Machen wir so. Dann los. Zu guter Letzt noch von Patch. 12 € sagt, save the Luigis. Vielen lieben Dank für Ihre großzügige Spende. Okay, ich muss aber, glaube ich, ein bisschen basteln. Aber ist okay. Es wäre schön, wenn es zur Halterung für drei Controller gehen würde. Das wäre episch. Kann man bestimmt irgendwas 3D drucken. Ja. Jetzt werde ich hier wieder ankommen. Hilfe. Ich glaube, so geht. So geht schon. Also, was ist jetzt der Unterschied? Warum dauert das gegebenenfalls länger jetzt mit drei Charakteren? Normalerweise würde man die Kategorie mit zwei Leuten ja spielen. Macht ja Sinn. Aber jetzt nur, weil ich jetzt hier noch einen dritten Controller jetzt halt mitgenommen habe, weil der noch in der Tasche war, habe ich jetzt einfach mit drei ist jetzt einfach gemacht. Okay. Also, aber die Zeit ändert sich jetzt nicht gravierend? Nicht wirklich, ist nur ein bisschen nerviger, weil... Wenn ich jetzt, muss halt auf zwei Bubbeln gleichzeitig ganz weit aufpassen. Mhm. In dem Fall. Aber ist okay. So, jetzt haben wir die erste Hälfte durch. Ja, und jetzt habe ich ein bisschen Einschränkungen. Wie gesagt, wir müssen ja jetzt halt richtig die Plattform einfach runter. Was ist das Ziel hier? Das Ziel ist gerade, dass wir gerade runterkommen und gerade zum letzten Bowser-Fight gehen. Das ist gerade das Ziel. Autoscroller, aber halt nach unten. Ja, in dem Fall schon. Die anderen dürfen nicht mitspielen. Doch, ich könnte sie halt theoretisch mitspielen, aber... Also so musst du jetzt eigentlich nur aufpassen, dass die Blasen nicht platzen, oder was? Ja, genau. Aber einen hätte ich gerne auch wieder. Da haben wir einen tot. Das sieht nach Final Boss aus. Ja, es sieht auch nach Final Boss aus. So. Da. Machen wir so. Ne, so. Macht sehr Sinn. Ah, ups. Sicher wieder im anderen Schloss, sagt Noron mal. Oh, warum nicht? Warum nicht? So.
sind wir beim Fight gegen Bowser. Sehr schön. Tschüss, Luigi. Ja, Peach ist gerettet. Der Tag ist gerettet. Ja, Toad hat's gemacht. Toad hat das Spiel durchgespielt. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Toad. But nicht. Wait, there's more. Toad ist dead. Ja, es ist einfach ein Toad-Spiel. Ja, warum nicht? Einfach noch Luigi abgesehen. Ja. Toad macht's gerne. Ist auch schön. Es ist Cosplay in Super Mario. Ja, richtig. Ja. Passend zur Lokomi. Ja. Wurde hier aber jetzt ist gelb-rot. Ja. Und jetzt haben wir den Big Bowser. Und jetzt müssen wir halt nur noch wirklich. Die Frage ist jetzt nur, welcher von den drei Leuten soll das Spiel jetzt beenden? Das ist eine gute Frage, die können wir vielleicht an den Chat stellen. Aber ich höre Toad, also soll Toad das Spiel beenden. Okay. Definitiv. Toad soll mal Peach retten. Okay. Es sei denn, es kommt jetzt noch eine Donation von Peach rein, das ist vielleicht was anderes. Der Bait auch einfach. Der Bait einfach. Baitet. Ups. Toad ist der wahre Held und das war ja schon immer. Das war ja schon immer. Ja. Aber jetzt haben wir kleine. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Weil eigentlich wollte ich den. Ja, schade. Schade. Ich glaube, wir müssen nochmal rein. Egal, du musst es doch nochmal kurz machen. Muss jetzt Bowser nochmal besiegen vorher? Also Fake Bowser? Ja, also ich muss einfach nur rauf, aber die Cutscene ist einfach nur ein bisschen verkürzt. Okay. Egal. Hol ich mir nochmal mein Normal-Item wieder. Und dann gehen wir nochmal rein. Sie jetzt nicht treffen müssen. Ja, das sieht gut aus. So. Fand den Super Mario Bros. Film übrigens gut. Ja, was ist deine Meinung zu dem Film? Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe keine Meinung. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß, wie du zerschießen wirst. Das kann auch passieren, wenn du einfach A drückst und dann alle in der Bubble sind. Was soll denn passieren? Dann bin ich nicht bloß rausgeschmissen. Aber warum geht das überhaupt? Ja, wenn alle in der Bubble sind, was willst du denn machen? Ja, aber dann willst du einfach. Also, das muss man ja erzwingen, oder? Ja, indem du A drückst, aus Versehen. Aber warum sollte man das wollen? Das frage ich mich. Also, warum baut man diese Möglichkeit ein? Das kann man doch verhindern eigentlich. Ach so, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Aber kannst du halt trotzdem machen und dann, ja. Hat sich Nintendo schon irgendwas dabei gedacht? Ja, so, aber jetzt müssen wir, glaube ich, mal hier jetzt mal abschließen. Ja, nicht, dass wir jetzt auf einmal Overestimate gehen. Das wäre ein bisschen doof. Aber ich glaube. Es muss ja auch spannend bleiben, ob es Underestimate bleibt oder nicht. Ich habe kein. Naja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht auf das GG Bavaria nochmal verweisen. Fuß. Okay, was ist da passiert? Ich war Overestimate. Ah. Gut, ich war gestern und dann, auch überestimiert. Und dann kam. Passiert. Und dann, ja, passiert. Der Unterschied war nur, ich habe danach noch einen Glitch gezeigt. Okay. Und das Problem ist, dass der Glitch ein bisschen länger gedauert hat, weil er theoretisch in 3 Minuten durchspielbar ist. Ja. Und dann habe ich die Aussage einfach bekommen: Ja, das wolltest du 3 Minuten durchspielen. Warum hat es jetzt länger gedauert? Deswegen, ich finde die Aussage halt gut. So, jetzt muss ich einmal kurz aufpassen. Nein. Kannst du bitte nochmal springen? Cool. Bitte? Bitte. Wenn du jetzt den Propellerkopf hättest, dann würdest du direkt über ihn kommen. Ja, einfach direkt rüber. Das wäre der schnellste Weg, denke ich mal. Ja.
Da wir die Cutscene jetzt ja alle schon kennen, lese ich mal ein paar Spenden vor, die zwischenzeitlich reingekommen sind. Ja. Gentleman Petroy hat nochmal gespendet 7,94 € mit der Message: ein letztes Mal begradigen. Und übrigens, die Blase muss platzen! Die Blase muss platzen! Vielen Dank. Und danach kam Patch mit 17,94 €. Leute, die krumme Summe sehen, die krumme Summen sehen wollen, my disappointment is immeasurable. Und danach Gentleman Petroy direkt wieder 2,06 €. Macht die Summe wieder gerade auf 940 €. Leute, ihr seid on fire. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. My day is not ruined. Vielen lieben Dank für alle Spenden. Denkt dran, noch 200 € knapp, dann mache ich was Schönes. Ja, vielen Dank für die ganzen Spenden. Meine Güte, jetzt geht's hier los hier. Okay, dann kann ich da ran. Kannst du mir mal bitte kurz den schwarzen Controller einmal wegnehmen? Ich soll den wegnehmen? Ja, wegnehmen einfach. Danke. Ich habe auch geholfen. Ja. Ja. Ja, ich bin mal ein bisschen ruhig, dass du dich konzentrieren kannst. Ja, ist gut. Das scheint ja doch eine kritische Stelle zu sein. Ich muss halt unten auf die Lava ein bisschen aufpassen. Und halt auf die Schießungen. Bitte Timer bereithalten. 3, 2, 1, rein. Ja, das war doch mal, das war doch mal ein Mario Run. Ja, das war New Super Mario Bros. Wii. One Player, Two Controller, beziehungsweise gegen Ende. One Player, Three Controller. Ja. Toad ist jetzt der Retter. Sehr cool. Hat er verdient. Der gute Toad. Der gute Toad. Er hat jetzt die Prozesse für sich alleine. Sehr gut. Kein Mario, kein Luigi. Ja, vielen Dank, dass du den Run gezeigt hast. Ja, vielen herzlichen Dank. War sehr schön. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank an Nito. Ja, genau. An Nito für den Ersatzkommentator eigentlich an sich. Und danke, dass du mich begleitet hast. Gerne, gerne. Schöne Grüße nochmal und gute Besserung nochmal an Benti, die leider nicht mit hier mit dabei sein kann. Von mir auch gute Besserung. Jo, und... Ja. Vielleicht schaut sie ja zu, weiß nicht. Ja, sie schaut sie wahrscheinlich zu gerade. Ist heute nur nicht im Chat aktiv. Mhm. Guckt halt einfach nur im Background gerade einfach nur zu. Ja. Und jetzt läuft der Mario raus. Wer kennt's nicht? Toad macht alles. Ja, läuft Mario raus. Kriegt Mario nur alles. Ja, die Credits werden nicht verteilt hier. Einfach nicht verteilt. Das kann ich nicht gut heißen, sowas. Ja, natürlich. Was denn sonst? Ja, aber da kommt Luigi und die anderen. Technisch gesehen war das ein Toad-Only-Run. Würdest du dem zustimmen? Technisch gesehen, ja. Also das Ende auf jeden Fall. Der Anfang haben ja die anderen Leute gemacht. So. Luigi einfach so. Bisschen verplant einfach. Unfassbar. Und jetzt ist er was Mario für Privilegien hat. Privilegien, Mann. Mario hat immer überall die Privilegien. Deswegen, ja. Super Mario. Ja. Wie gesagt. Sehr cool. Hast du vor, noch irgendwann mal eventuell das Wii U-Spiel anzupacken oder nee. Generell also noch andere Mario Games? Ich hab's viel gesehen, vor allem auch an Tim Cario und sowas alles, also alles gezeigt. Das ist halt nicht nur mein Game. Beziehungsweise habe ich noch keine Wii U wirklich. Deswegen. Ja, und das waren die Credits und ich glaube. Okay. Dann würde ich glaube ich sagen, gehe ich nochmal kurz ins Interview rein und dann geht's gleich weiter mit. The Legend of Zelda. The Legend of Zelda. Okay, The Legend of Zelda. Link's Awakening. Ja. Gezeigt von den lieben Multiv. Und ja, bis gleich im Interview.